Abgeordneter Wirt an der Land. Bitte sehr. Herr Präsident, Hohes Haus, liebe SüdtirolerInnen und Südtiroler, ich denke, ihr werdet heute alle sehr überrascht sein von meiner Rede und vielleicht mal eine Seite kennenlernen, die ihr von mir noch nicht kennt. Ich komme mir gerade vor wie bei der Apfelernte. Die Äpfel fallen gerade vom Baum. Für die nächsten Tage ist Hagel angesagt und wir diskutieren hier über Stunden, wie wir vorgehen sollten. Ein großer Teil der Opposition streitet sich um die goldige Leberwurst, weil sie auch da vorne sitzen möchten. Und die Mehrheitspartei verspricht uns das Goldene vom Himmel. Ich bin hier hergekommen, um für meine Heimat Südtirol zu arbeiten. Mit euch allen gemeinsam. Und da werdet ihr die hundertprozentige Unterstützung haben. Dankeschön.